Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich hab einen Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein Jedermann. Doch an meinem Pianola lasse ich keinen ran. War das gut so? Maria! Maria! Hier! Ja, war gut so. Vorgesorgt? Oder wünschen Sie unsere Kundenbankmelodie fürs Handy? Unsere Kundenberater sind gerade alle im Gespräch. Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Der nächste Berater ist gleich für Sie da. Möchten Sie Urlaub machen? Haben Sie für den Todesfall vorgesorgt? Oder wünschen Sie unsere Kundenbankmelodie fürs Handy? Deutsche Kundenbank. Was kann ich für Sie tun? Verbinden Sie mich bitte mit der Kreditabteilung. Mit wem spreche ich bitte? Verbinden Sie mich mit der Kreditabteilung. Herr Raven, ich kann Sie nicht durchstellen. Warum nicht? Herr Raven, wir haben die Angelegenheit unserer Rechtsabteilung übergeben. Haben Sie Kinder? Sie haben auf unsere Schreiben nicht geantwortet. Ja, das war ein Fehler. Ich weiß, das war ein Fehler. Hören Sie, wir finanzieren die Ausbildung unserer Tochter. Wir zahlen das Haus ab. Wir haben nichts mehr zum Leben, ja? Also, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, uns steht das Wasser bis zum Hals. Meine Frau hat Depressionen. Ich kann seit einer Ewigkeit nicht schlafen. Alles, worum ich Sie bitte, ist ein Gespräch. Seien Sie so nett und verbinden Sie mich, ja? Bitte. Bitte. Ich bitte Sie. Also gut. Unsere Kundenberater sind gerade alle im Gespräch. Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Der nächste Berater ist gleich für Sie da. Möchten Sie Urlaub machen? Haben Sie für den Todesfall vorgesorgt? Oder wünschen Sie unsere Kundenbankmelodie für Sie? Hallo! Ein Mitarbeiter. Unsere Kunden. Hallo! Sind gerade alle im Gespräch. Der nächste Berater ist. Verehrte Kunden, noch Zeit für einen Kaffee? Zum Nachmittag gibt es jetzt zu einem leckeren Stück Kuchen ein Heißgetränk Ihrer Wahl in unserem Café. Herr
Kann ich da mal reinschauen? Bitte 280 auf der Reihe 6 Liter. Bezahlen, oder? Ich hab Geld dabei. Gleich anschließend. Es ist nicht für mich, ich hab's für eine Freundin getan. Oh, das ist nett. Es ist fürs Theater, wir spielen nämlich Theater. Darauf wette ich. Ich weiß, wer Sie sind. So, wer bin ich denn? Sie arbeiten für meinen Vater, Herr Kommissar. Dem gehört nämlich die Hälfte von diesem Scheißladen hier. Ach, tatsächlich? Und ob? Weiß Ihre Tochter eigentlich, was Sie hier machen? Die wird ja so enttäuscht sein, Herr Kommissar. Das ganze Internat wird es erfahren. Hm? Wer sind Sie? Warum sagen Sie sowas? Lassen Sie mich gehen. Dann verrate ich es Ihnen. So nicht, Herzchen. Die Tür ist auf. Was soll das? Du bist so gut wie entlassen, Herr Kommissar. Machen Sie das nicht. Sei still!
Wie alt ist sie? 17. Heute ist ihr Geburtstag. Ihr Name ist Belinda Strick. Sie geht auf das Mädcheninternat Heinfeld. Direkt am Moor. Ich hasse Sümpfe. Ein Moor ist kein Sumpf. Moore, mein Lieber, sind was ganz anderes. Seit wann ist sie weg? Seit 24 Stunden. Sie fährt vom Internat aus ins Moor. Nimmt eine kleine Heilschlammpackung. Ja, wie witzig. Und kommt nach einer Fahrt durchs Moor nicht mehr zurück. Die Eltern glauben an Entführung. Wenn das so ist, warum kommen Sie hierher zu uns? In die Mordkommission? Das kannst du sie gleich selber fragen. Hat sich ein Entführer gemeldet? Nee, noch nicht. Wenn dieses hübsche Ding nicht tot ist, dann fühle ich mich nicht zuständig. Klaus, Strick ist hier der Gewerbesteuerzahler, wenn du verstehst, du Ekel. Und wir werden uns darum kümmern. Was wollte sie im Moor? Wir wissen nur, sie radelt mit dem Fahrrad ins Moor und kam nicht mehr zurück. Nimmt sie Medikamente? Nein. Hat sie dauerhafte Beschwerden wie Epilepsie, Diabetes? Nein. War sie schwanger? Wie bitte? War Belinda schwanger? Nein. Irgendwelche körperlichen Merkmale? Sie hat ein Mal an ihrem Oberschenkel. Genau wie ihre Mutter. Ich bin nicht Belindas Mutter. Hatten Sie in letzter Zeit Probleme, Schwierigkeiten mit ihr? Es fällt Belinda schwer, mich als neues Familienmitglied zu akzeptieren. Verstehe. Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer Tochter gesprochen? Es war... Letzte Woche Montag. Du hast sie gefragt, was sie sich zum Geburtstag wünscht. Ja. Und? Sie wollte nach New York, auf die Schauspielschule. Herr Strick, darf ich Ihnen Klaus Borowski vorstellen? Er wird die Ermittlungen leiten. Haben Sie auch genügend Erfahrung mit sowas? Ich hoffe. Was wollen Sie jetzt tun? Was haben Sie vor? Mit Ihrer Billigung werden wir taktische Maßnahmen durchführen. Das heißt, wir werden Ihr Telefon überwachen, Post, E-Mail etc. Auch in Ihrer Firma. Wir werden ein Team von Spezialisten bei Ihnen einquartieren. Frau Jung steht Ihnen Tag und Nacht zur Verfügung. Tag und Nacht. Herr Strick, wären Sie bereit, im Falle einer Entführung ein Lösegeld zu zahlen? Selbstverständlich. Gut. Wenn Ihre Tochter entführt wurde, warum kommen Sie zu uns? Wir sind die Mordkommission. Warum fragen Sie mich das? Nun, was macht Sie glauben, dass sie entführt wurde? Weil alles andere vollkommen unerträglich wäre, Herr Kommissar. Sagen Sie mir, dass meine Tochter nicht mehr lebt. Schauen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass meine Tochter vergewaltigt und zerstückelt wurde. Und ich werde hier auf diesem Stuhl vor Ihren Augen verrecken. Wenn noch irgendetwas an mir taugen würde, würde ich vor Ihnen auf die Knie gehen und Sie anflehen. Bringen Sie mir meine Tochter zurück. Wir werden alles tun, was möglich ist. Nein! Bringen Sie mir meine Tochter zurück! So, alles ist möglich. Wir machen jetzt unsere Kataloge auf. Serienmörder, Massenmörder, vorbestrafte Sexualtäter, nicht zu vergessen, ja, erstmal nur Großraum Kiel. Zu wem hatte sie Beziehungen? Schulkameraden, Freunde, Milieu. Oh. Vielleicht sollten wir erstmal überprüfen, ob sie nicht einfach weggelaufen ist. Ja, was veranlasst Sie zu dieser Überlegung, Frau Jung? Nach den Befragungen ergibt sich ein klares Wegrennerprofil. Wegrennerprofil? Wegrennerprofil? Was ist das denn? Sie akzeptiert ihre Stiefmutter nicht. Sie möchte nach New York auf die Schauspielschule. Ihr Vater erlaubt es nicht, sie rennt einfach weg. Gut, Frau Jung, das leuchtet ein. Klaus, du fährst jetzt dahin. Ich kann nicht. Wie bitte? Mein Brauner ist kaputt. Also schön, dann nimm meinen Wagen. Ach, Klaus, Vorsicht, die Knöpfe. Bitte fahren Sie rechts auf die Bundesstraße 76. Bitte folgen Sie der Straße. Thank you.
Streckenverlauf für 6 Kilometer. Das war doch kein Wolf. Das war doch ein Hund. Ich hasse Sümpfe. Hab ich's nicht gesagt? Doch, ich hab's gesagt. Scheiße! Thank you.
Machen Sie auf! Borowski, Kriminalpolizei. Nehmen Sie mich mit? Ich habe hier eine, wie soll ich sagen, eine Situation. Eine was? Klaus Borowski, es tut mir leid. Ich habe hier irgendwas angefahren. Ja, es war nicht groß, aber es war auch nicht klein. Es sah aus wie ein Wolf. Hier? Ja. Kann nicht sein, oder? Sie bluten. Vielleicht war es ein Reh. Danke. Nein, es war kein Reh, es war ein Hund oder ein Wolf. Vielleicht habe ich ihn getötet. Da war Blut auf der Straße. Ich heiße auch Klaus. Ach, wirklich? Man denkt an nichts Böses und tötet eine Kreatur. Plötzlich war er da. Sie konnten nichts tun. Nein. Sie sind von der Kriminalpolizei? Mordkommission. Echt? Das muss ein fabelhafter Beruf sein. Ich selbst sollte immer zur Kriminalpolizei. Ja. Wo soll ich Sie hinfahren? Hier gibt es ein Mädcheninternat gleich an der Bundesstraße. Heinfeld? Ja, da ist ein Mädchen verschwunden. Sagen Sie nicht, dass sie Maria heißt. Nein. Maria, nein. Maria Raben, meine Tochter. Ich wollte gerade zu ihr. Dieses verfluchte Moor. Da sind schon so viele drin verschwunden. Ich sag meiner Tochter, immer fahr nicht allein durchs Moor. Nicht allein, sag ich. Dritter Zug, dritter Zug. Marsch. Drei Staffeln A, 10 Mann. Plus die Hundestaffel. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind genau hier. Was ist denn das für ein Aufwand? Wie heißt denn die Direktorin? Nord, Dr. Nord! Bitte? Dr. Nord! Mit dem Helikopter, wie vornehm. Sie haben mich ja nicht mitgenommen. Aus Nächstenliebe. Der Wagen hat was gegen mich. Stellen Sie sich vor, plötzlich schlucht der Sitz nach vorne und klemmt mich ein. Und dann steht da dieser... Wen interessiert denn das überhaupt? Die ist schon lange weg. Die ist jetzt abgehauen, aber richtig. Vielleicht ist sie ja irgendwo in New York. Die macht sich doch nur wichtig. Maria! Was will der denn hier? Maria! Der Ladendetektiv. Hat sie gefunden. Na, meine Süße. Geht's dir alles gut? Papa, nicht vor den anderen. Schon gut, bin gleich wieder weg. Bist du froh, dass du da bist. Und wo ist Mama?
Wo soll sie sein? Zu Hause? Bei der Sache? Doch. Du warst toll. Beeil dich bitte ein bisschen. Na, wir haben noch 10 Minuten. Das nächste Mal. Ja. Hast du nicht noch eine geile Nachbarin oder eine Freundin? So, verschwinde jetzt. Okay. Was wir vom LKA haben, ist das Bewegungsprofil ihres Mobiltelefons der letzten Wochen. Nach Unterrichtsende 14 Uhr war es praktisch rund um die Uhr eingeschaltet. Dienstags und freitags nachmittags allerdings, da hat sie das Telefon hier ausgeschaltet. An dieser Stelle. Mitten im Sumpf. Das ist ein Moor. Moore sind... Ganz was anderes, ich weiß. Sie fuhr also jede Woche durch den Sumpf. Und schaltete ihr Telefon aus. Oder ist hier kein Empfang? Nein, das Land ist flach überall. Der Empfang ist gut. Okay, ich verstehe. Also sie schaltete ab. Sieht so aus, ja. Und warum? Wo fuhr sie hin? Wenn sie hier versenkt wurde, wie hoch ist die Chance, sie zu finden? Wenn der Täter keinen Fehler gemacht hat, 50%? Vielleicht lebt sie ja noch. Sie ist tot. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es nicht, aber sie ist tot. Vielleicht wurde sie doch entführt. Vielleicht warten die Entführer ab, schauen, was passiert und planen die Geldübergabe. Gut möglich. Und Sie sind sicher, Sie haben einen Wolf angefahren und er fuhr nicht auf einem Fahrrad? Vermutlich war es ein Hund. Und den Wagen haben Sie auf der Landstraße stehen lassen? Ein sehr netter Mensch hat mich mitgenommen. Sie bestahl Ihre Freundinnen. Das kommt von Ihrer Erziehung. Verwöhnt, sehr verwöhnt. Launisch, unberechenbar. Haben Sie Ihre Mutter kennengelernt? Flüchtig. Und was hat sie gestohlen? Alles, was nicht ihr gehört. Unter anderem Tagebücher. Sie hat die Tagebücher ihrer Freundinnen gestohlen und gelesen. Und dann zurückgegeben? Nein, ich habe sie gefunden. Wo? In ihrem Zimmer. Sie ist also zweimal in der Woche ins Moor gefahren. Warum? Sie sammelte Pflanzen, sagte sie. Sagte sie? Botanik erfordert ein Maß an Demut und Interesse. Welches Fräulein Strick für etwas anderes als die Schauspielerei und sich selbst nicht aufbringen wollte. Was machte sie mit den gesammelten Pflanzen? Vielleicht presste sie sie in den geklauten Tagebüchern. Sie sammelte Pflanzen, aber Botanik war nicht ihr Ding. Diese reizende Frau Nord mag unsere Belinda nicht. Sie ist schlauer. Wundert uns das. Erzählen Sie mir etwas über Belinda. Verwöhntes Einzelkind, reiches Elternhaus. Sie sind doch alle reich. Starker Geltungsdrang, kleptoman, frühreif, möchte Schauspielerin werden. Was wollten Sie werden mit 17? Schauspielerin. Und Sie? Schlagersänger. Gut, sie bestiehlt ihre Freundinnen und liest deren Tagebücher. Warum? Sehnsucht nach Abenteuer, Nervenkitzel, Mutbeweis vor der Clique. Im Mittelpunkt stehen, das kennt ihr doch, Borowski. Die Tagebücher liest sie, um Macht über ihre Mitbewohner hier zu gewinnen. Sie selbst verbirgt sich hinter der Maske der Lola. Zweimal die Woche radelt sie ins Moor. Keiner weiß, was sie tut. Möglicherweise sucht sie Ersatz für die mangelnde Elternbindung. Und hat eine Affinität zu älteren Männern. Zu alt wie ich? Ja, so alt nun auch wieder nicht.
Wenn Sie unter Tage fertig sind, dann kommen Sie wieder hoch zu mir, ja? Ah. Stimuliert Sie das, so unter dem Bett eines jungen Mädchens? Sehr. Es erfordert ein hohes Maß an Demut und Interesse. Warum schaltet sie zweimal die Woche beim Pflanzensammeln ihr Telefon aus? Gute Frage. Die andere Frage ist, warum ist diese Lampe so schwer? Ja, danke, das ist meins. War sie eine gute Freundin von Ihnen? Sie war nett. Sie wussten, dass sie stiehlt? Ja, alle wussten das. Trotzdem war sie Ihre Freundin? Ja. Sie haben geschrieben, dass Belinda Ihnen die Rolle der Lola weggenommen hat. Sie schreiben, sie ist schlimmer als Lola, sie ist schlecht, ein schlechter Mensch, ich hasse sie, sie macht mich krank. Sie lesen mein Tagebuch. Das ist widerlich. Ja, das stimmt. Das ist widerlich. Ich muss das aber tun. Und? Bin ich jetzt verdächtig? Glauben Sie, ich hätte Belinda ins Moor geschmissen, damit ich die Lola spielen kann? Natürlich nicht. Sowas würden Sie nie tun, oder? Weshalb radelte Belinda eigentlich zweimal die Woche ins Moor? Na, für die Botanik, oder? Die Pflanzen warf sie weg. Tja, dann hat sie wohl was anderes gesucht. Was? Was weiß ich? Wen interessiert das überhaupt? Na, im Augenblick mich. Was denken Sie jetzt? Das ist so typisch Belinda. Wenn sie etwas will, bekommt sie es. Wenn sie Geld braucht, kriegt sie es. Und wenn sie klaut, bestraft sie keiner. Wenn sie verschwindet, dann kommt ihr alle und sucht sie. Das denke ich. Wenn sie morgen wieder auftaucht, dann weint ihr alle vor Freude. Und sie? Sie was? Sie spielt wieder die Lola. Hier, 300 für deine Reitstunden. Oh, danke, Mama, du bist die Allerbeste. Aber kein Wort zu Papa. Und wenn sie doch wiederkommt? Du bist die Lola. Niemand kann dir das mehr wegnehmen, mein Schatz. Niemand. Das verspreche ich dir. Hm? Versprich mir, dass sie nicht wiederkommt. Thank you.
Klaus, Roland hier. Belindas Handy hat sich ins Netz eingeloggt für 2 Sekunden. Wann? Vor 3 Stunden. Wo? Bei euch, ganz in der Nähe. Ich komme jetzt vorbei. Die Funkzelle ist ca. 30 Quadratkilometer groß. Das ist dieses Gebiet hier. Das hier ist die Bundesstraße? Richtig, die Bundesstraße führt durch das Moor bis nach Kiel. Ja, die bin ich hierher gekommen. Kann das ein Zufall sein? Ein technischer Defekt? Ein Irrtum? Der Code, wenn ich das mal so vereinfachend ausdrücken darf, wird auf dem Rechner des Netzanbieters abgelegt. Vielleicht ist es Absicht oder ein Spiel. Vielleicht hat sie ihre Entführung inszeniert. Dann kriegt sie Haube. Marias Mutter ist eine langweilige, schlecht gefickte Hausfrau. Maria erzählt, ihr Vater wäre Kommissar. Dabei weiß jeder hier, dass dieser Prolet in Wirklichkeit ein kleiner Kaufhausdetektiv ist. Er ist strohdumm, hat mich noch nie erwischt. Die Methode ist genial. Schade, dass Maria das nicht gesehen hat. Komm spät. Findest du? Hast du mit der Bank gesprochen? Ja. Und? Was sagen Sie? Wir verhandeln. Und die Raten? Die Stunden, das wird schon. Was ist mit Marias Skireise? Es fehlen noch 500. Woher soll ich's nehmen, Iris? Woher? Alle Mädchen fahren, Klaus. Alle. Soll Maria alleine zu Hause bleiben? Sie wird fahren, Klaus! Ich habe Mutti heute im Garten geholfen. Sie gibt 300 für den Sattel dazu. Was für ein Sattel? Maria braucht einen neuen Sattel, das weißt du doch. Ist ja gut. Dann machen wir den Sattel aus unserer Haut. Ich gebe Schenkel und Rücken. Was gibst du? Du bist ja paranoid.
Hast du gehört, was passiert ist? Da ist ein Mädchen im Moor verschwunden. Eine Klassenkameradin von Maria. Und? Wie und? Sie ist vielleicht ermordet worden. Was soll ich jetzt dazu sagen? Möchtest du dazu was sagen? Hey Leute! Wisst ihr schon das Neueste? Ich hab die Rolle. Was machst du denn hier? Ich besuche euch. Was dagegen? Wenn wir Mord ausschließen und Belinda Strick wirklich entführt wurde, ja, dann ist ihre Überlebenschance 90%. 90%? Ein Top-Job für uns Mädels von der Mordkommission, ne? Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Warum meldet sich kein Entführer? Abwarten. Worauf? Auf ein Zeichen. Vielleicht hat sie ja versucht, ihr Handy einzuschalten, um Hilfe zu rufen. Und warum hat sie es nicht getan? Herrgott, dann hat es eben ein anderer gefunden und eingeschaltet. Schön, du möchtest es so. Wenn wir Mord ausschließen, was machen wir dann hier? Wir warten, Klaus. Schülerin Belinda Strick. Das Mädchen wurde zuletzt in Heinfeld bei Kiel gesehen, wo sie das dortige... Wieso machst du aus? Ich kann das nicht sehen. Klaus, gib das Ding her. Das könnte Maria sein. Sie schützen unsere Kinder nicht. Es ist aber nicht Maria. Mach ihn an! Skiurlaub, Französischstunden, Reitstunden, ein Sattel! Sie ist nicht schlechter als die anderen und sie wird bekommen, was die anderen bekommen. Die anderen sind reich. Ja und? Das sind erfolgreiche Ärzte, Fabrikanten, Millionäre! Dass wir zwei es zu nichts gebracht haben, ist nicht ihre Schuld, okay? Wir wollten beide, dass unsere Tochter mal eine Chance bekommt. Oder? Sie hat uns, Iris. Wir sind doch gut genug. Sie hat alles, was sie braucht. Warum willst du unbedingt was so viel Besseres aus ihr machen? Sie ist jetzt was Besseres, Klaus. Sie geht auf diese Schule. Willst du sie von der Schule runternehmen? Nein, natürlich nicht. Iris. Wenn das Leben, das wir jetzt führen, wenn das vorbei wäre, ganz vorbei, wäre das so schlimm? Was könnte schlimmer sein, Klaus, als unser Leben? Was habe ich dir getan? Na, wie sehe ich aus? Wo hast du die her? Die habe ich gefunden. Mensch, hast du überhaupt kein Mitgefühl mit dir? Warum denn?
Sie ist vielleicht tot, Maria. Sie lebt. Sie ist einfach nur feige, wenn sie die Rolle nicht spielen kann. Sie hat mir doch selbst gesagt, dass sie abhauen will. Du solltest das der Polizei sagen. Sollen sie noch alle suchen, bis sie schwarz werden. Entschuldige. Warum bist du nur so feige, Papa? Was würdest du machen, wenn ich verschwinde? Ich werde die ganze Welt nach dir absuchen. Glaub mir. Glaub mir, ich finde dich. Entschuldigung, sind Sie den Alarm ausgelöst? Borowski, Kripo Kiel, ich suche ein junges Mädchen. Kennen Sie sie? Das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Den hast du sicher dienstlich beschlagnahmt, was? Das ist tatsächlich nicht für mich. Und wenn schon? Arbeitest du hier? Mhm. Ich laure Dieben auf, jeden Tag von 9 bis 5. Ist nicht so aufregend wie deine Arbeit. Kommst du beruflich? Wir haben eine Menge Zeugs gefunden, alles gestohlen. Ich habe es getestet. Habe ich gesehen, auf dem Monitor. Mich interessiert, wie man durch diese Piepschranken da hinten kommt. Du machst voll das Etikett ab. Da ist ein Chip drin, gibt per Funk ein Signal. Aber da ist überall ein Etikett drauf. Es piept, also wie geht das? Bleibt das unter uns? Aber sicher. Bist du halt morgen, gehst du mit normalen Kaufen? Sagst du in der Kasse einfach irgendwas vergessen? Nee. Bei diesem Etikett. Bei anderen geht das nicht. Sag mal, das sind ganz einfache Tricks, die kennst du nicht? Nee. Komm, trink mal einen Kaffee, ja? Ja, von hier kontrolliere ich den gesamten Bereich. Toll. Mhm. Ja. Das ist meine Kommandozentrale. Da, der da. Siehst du, er schaut sich um. Klassischer Anfängerfehler. Wahrscheinlich trägt er heimlich Strumpfhosen und ist zu geil, sie zu bezahlen, deshalb klaut er sie. Vermutlich sucht er seine Frau. Der glaubt, er ist unsichtbar. Dir entgeht gar nichts, hm? Hey, das ist mein Job. Da! Er schaut sich wieder um. Siehst du seine Körperhaltung? Er vermisst seine Frau. Das erkenne ich ganz deutlich. Diese vorgebeugte Haltung. Tch.
Woher wusstest du das? Bleibt das unter uns? Klar. Ich habe die beiden vorher Vögel sehen. Was? Ja. Auf dem Parkplatz? Vorhin. Ich sehe das. Mein Gott. So ein hübsches Mädchen. Wie alt? 17. Ich glaube, sie hat hier gestohlen. Hier? Ja. Regelmäßig, zweimal die Woche. Dann hätte ich sie bestimmt erwischt. Irgendwann. Sie war maskiert. Mit Perücken und Sonnenbrille. Ich merke das, wenn jemand klaut. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du den Kürbis aufsetzen. Glaub mir, ich hätte sie erwischt. Oh, pardon. Ich höre. Klaus, Roland hier. Belindas Handy hat sich wieder eingeloggt. Auf dem Flughafen von Ankara. Wieso denn bitte schön Ankara? Hat sie telefoniert? Nee. Also wie geht denn das? Wir konferieren jetzt gerade mit Interpol. Gut. Und? Habt ihr sie gefunden? Noch nicht. Brauchst du den Rekorder noch? Ja. Ja, dann also viel Glück. Vielleicht lebt sie ja noch. Und wenn ich irgendwas tun kann, dann... Das betrifft uns schließlich alle. Kann hier einer Türkisch? Besorgt mir einen Übersetzer, verdammt nochmal. Ich muss nach Kiel. Wo ist denn Borowski? Er ist immer da, wo man ihn am meisten braucht. Und wo man ihn am wenigsten vermutet. Wir ändern den Kurs. Ah ja, welcher liegt denn jetzt an, Kapitän? Süd-Südost. Wir arbeiten ab jetzt mit der türkischen Polizei zusammen. Zwei Jungs vom LKA sind auf dem Weg nach Ankara. Gut möglich, dass sie sich dort versteckt hält. Belinda Strick, machst du Witze? Ja, genau den Witz mache ich. Ich glaube, sie lebt und ist abgehauen. Oh, Roland, oh du mein Schladitz, jetzt hör mir mal zu. Da gibt es ein einsames kleines Telefon auf Wanderschaft. Wahrscheinlich wurde es mit der Post verschickt oder der, der es hat, legt eine lange falsche Fährte, um uns von hier wegzukriegen. Hm? Glaubst du, Borowski? Jetzt hörst du mir mal zu. Es gibt keine Leiche, kein Motiv, keinen Täter, keinen Erpresser, keinen Bekenner, keine Anzeichen von Gewalt, keine Indizien, kein gar nichts. Wir haben einzig und allein mein kaputtes Auto, zwei sehr besorgte Eltern, ein Haufen Unkosten und Überstunden und überhaupt keine Ahnung. Hm?
Du hast keine Ahnung, mein Kapitän. Aber du? Ja, aber ich. Dann sag. Nö. Sei doch jetzt nicht kindisch. Nö, 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 nö. Gülle, gülle. Synthetikfaser, das ist billiges Kunsthaar. Gehört zu dieser erlesenen Perücke. Wo hast du die eigentlich gefunden? In einem Lampenständer. Ah, das ist ja drollig. Und diese Fäserchen? Auf einer Damentoilette, Lüftungsgitter. Ach, dann stimmt das also, was alle Leute sagen. Bitte? Dass du auf Damentoiletten eine Perücke trage. Findest, das reicht ja auch. Der Trend geht zur Zweitfrisur. Schwitzt man nicht darunter? Wir haben unseren Herzschrittmacher heute auf Schalt gestellt. Hm, was? Die Festplatte ist nicht groß und zu häufig überspielt. Die Filme sind wahnsinnig langweilig und zu kurz. Außerdem haben wir nur die Bilder der letzten drei Tage und das noch nicht mal komplett. Ich habe mich auf Kosmetik und Mieterwaren konzentriert. Ja, wollen wir uns das nun schon lange anschauen? Ja. Ich habe noch Cracker. Keine Erdnüsse? Müsste ich auch noch irgendwo. Was ist mit Schokoplätzchen? Willst du mich provozieren? Halt. Zurück. Ich hab's gewusst. Was? Die Perücke. Sie ist weg. Wer ist denn das? Das ist Kommissar Borowski. Warum starrt er uns so an? Der starrt uns nicht an, das ist einfach ein netter Mensch. Liebe Eltern, sehr verehrte Gäste, aufgrund der Ereignisse, der tragischen Ereignisse, hat die Internatsleitung beschlossen, die Aufführung abzusagen. Es ist wirklich außerordentlich bedauerlich, aber wir werden die Aufführung bald nachholen. Sobald sich die Situation hier geklärt hat. So, alles wieder schön. Jetzt nehmen Sie Ihre Tochter und fahren mit ihr nach Hause. Komm jetzt. So habe ich sie noch nie gesehen. Es tut mir leid, Klaus. Die gute alte Tante Ohrfeige. Schladitz schreibt, Signal von Belindas Handy, Nähe Antalya, Tonkapitän. Belinda ist verschwunden und Maria hat jetzt ihre Rolle. Würde eine 17-Jährige morden? Für eine Rolle? Mord ist noch das Mindeste.
Sie ist schlecht, ein schlechter Mensch. Ich hasse sie, sie macht mich krank. Das hat Maria über Belinda in ihr Tagebuch geschrieben. Schauspielerin werden, mein Schatz. Das verspreche ich dir. Du wirst alles haben, was du dir wünschst. Mach dir keine Sorgen. Kann ich helfen? Mensch, Klaus. Das gestern tut mir leid. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Läuft es schief? Im Gegenteil. Wie geht es, Maria? Schlecht. Liegt im Bett und redet nicht. Gilt dein Angebot noch? Dass du mir helfen willst? Ach so. Ja, natürlich. Was kann ich tun? Dauert nicht lang. Sie warf hier die Sachen durch. Sicher? Das sind doch Haare von ihrer Perücke. Und vermutlich auch Fingerabdrücke. Ja, und was beweist uns das vermutlich? Dass sie oft hier war. Und dass sie gestohlen hat. Oft. Ach so, du meinst... Sonst hätten sie da oben... Das geht da gar nicht. Genau. Und du hast es bemerkt, du alter Fuchs. Ich? Du hast sie beim Clown erwischt. Jetzt sag mal langsam, Klaus. Dir entgeht nichts. Du irrst dich. Du irrst dich ganz bestimmt. Ah, das ist Frau Pöschel. Diese junge Frau. Ja, die hatte so eine Tasche mit so lauter Sternen drauf. Jetzt erinnere ich mich. Die Tasche war leer. Ja, nicht ganz. Da war ein Telefon drin und so ein Regenkipp und... Ein Buch. Da war ein Buch drin. Hm. Vielleicht ein Tagebuch? Ein kleines, gelbes Buch. So eines? Kann sein. Sie war blond und trug eine Sonnenbrille. Danke, Frau Pöschel. Was ist mit deiner Theorie? Na? Vielleicht hat der Täter ihr hier aufgelauert. Er hat sie beobachtet. Und sie dann in die Türkei entführt. Wie kommst du darauf? Ankara. Ankara hast du gesagt, als du gestern telefoniert hast. Ja, richtig. Ihr Telefon. Es ist einmal in Ankara auf dem Flughafen und dann später bei Antalya geortet worden. Das klingt aber eher nach Urlaub als nach Mord oder Entführung oder was auch immer. Das ist richtig. Sie hat dort oft mit ihren Eltern Urlaub gemacht. Ich verstehe ja leider nicht so viel davon, aber wenn der Täter ihr da aufgelauert hat, müsste es dann nicht irgendwelche Kampfspuren geben? Sieht nicht danach aus, oder? Das ist schon wieder richtig. Aber vielleicht war es nicht hier. Aber es ist eine ideale Stelle. Diese Seite wird nicht von Kameras überwacht. Stimmt. Und dann hat der Täter ein Problem. Welches? Angenommen,
Nur mal angenommen, er lauert ihr da auf, überwältigt sie, schleppt sie zum Parkplatz und verlädt sie dort in einen Wagen. Zu viele Zeugen und Kameras. Exakt. Er ging da lang. Die Tür hat keine Klinke, wie kam er rein? Er öffnete sie von innen. Schau mal hier. Ist dir kalt? Ich mach Feuer. Der Strick ist nicht in Antalya. Wir haben den Ort durchsucht. Hotels, Pensionen, Ferienhäuser, nichts. Tja. Was, wenn der Täter ihr Telefon in den Badeort geschickt hat? Wie? Mit der Post. Ja, das ist wirklich eine Spitzenidee. Aber woher kennt er den Ort? Sie hat es ihm gesagt. Oder er hat es gelesen. In ihrem Tagebuch. In diesem kleinen gelben Buch. Könnte er sie in den Wagen gepackt haben? In meinen Wagen? Willst du da mal reinschauen? Na komm! Jetzt mal ehrlich, Klaus. Denkst du, dass ich es getan habe? Sollte ich? Warum? Warum sollte ich sowas tun? Ich weiß es nicht. Geht's noch weiter mit deiner Theorie? Es war ein Unfall, oder? Was? Es war nicht mit Absicht. Nicht mit Absicht? Man denkt an nichts Böses und tötet eine Kreatur. Ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen, weil ich diesen Wolf oder Hund angefahren habe. Erinnerst du dich? Das war nicht deine Schuld. Komm. Vergiss es einfach, hm? Das ist extrem spannend. Wirklich. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin, dass du mich für den Mörder hältst. Aber weißt du, was das Problem ist? Keine Leiche. Kein Motiv, kein Mord, kein... gar nichts. Genau. Das ist das Problem.
Er fährt jetzt los. Eins, das macht zwei. Und denk nicht dabei. Denken schadet der Illusion. Jetzt kommt er. Und? Reagiert er? Glaubt er, dass wir sie gefunden haben? Nee, er fährt weiter. Was ist? Fällt er auf die falsche Box rein? Schwer zu sagen. Er hält an. Schaut in den Rückspiegel. Beweg dich nicht. Ich glaube, er schluckt. Jetzt fährt er weiter. Was jetzt? Maria? Iris, seid ihr da drin? Na, meine Schön. Was ist denn passiert? Ich wollte Maria gerade zum Internat bringen. Oh. Kein Abendbrot heute? Doch. Doch, wir wollten... Hast du was vorgelesen? Nein. Hast du nicht? Nein, Papa, was denn? Was denn? Was denn? Ja, was denn? Was wolltest du gerade? Wolltest du hier das hier zeigen? Willst du das nicht mitnehmen hier? Willst du das nicht mitnehmen? Ha? Klaus. Klaus, lass uns unten darüber reden, ja? Wir gehen runter und besprechen alles in Ruhe. Wollt ihr mich verlassen? Wollt ihr mich hier alleine lassen? Papa, bitte nicht. Nicht von dem Kind her. Nicht von dem Kind. Das ist jetzt kein Kind mehr. Das ist kein Kind mehr. Das ist kein Kind mehr. Sie ist jetzt was Besseres. Du musst dich nicht mehr schämen, mein Schätzchen, ne? Ne?
Willst du noch ein Pferdchen? Komm her. Willst du noch ein Pferdchen haben? Komm, Iris, komm. Ich zeige dir, wie man Geld verdient. Komm, Iris, zeige, wie man Geld verdient. So verdient deine Mutter Geld für dich. So verdient sie Geld. Geld für dein Internat, für deine Reitstunden, für deine Karriere. Dann musst du dich nicht mehr schämen. Dann musst du dich nicht mehr schämen. Schämst du dich? Schämst du dich? Für deinen Scheißvater! Schäm dich für deine Mutter! Bleib im Auto, Frau Jung. Klaus? Hier ist Frieda Jung. Borowski ist jetzt ins Haus von Raven gegangen. Klaus? Ich glaube, da stimmt was nicht. Wo ist deine Tochter? Klaus? Die ist etwas Besseres. Und sie auch. Wo ist Belinda Strick? Was reicht ihr nicht? Es reicht niemals. Es kann nie genug sein. Immer noch mehr. Mehr, mehr, mehr. Klaus. Klaus. Zu spät. Wo ist sie? Lebt sie noch? Wir werden sie nicht finden. Es ist alles zu spät. Du kannst nach Hause gehen und dich in dein Bett legen. Wo? Wo ist sie? Sie ist tot! Lass sie in Ruhe, Mensch! Warum? Warum, Klaus? Sei doch endlich zufrieden. Du hast es doch geschafft, Herr Kommissar! Du hast meine Familie zerstört, mein Leben! Alles kaputt! Was willst du denn noch? Ich habe deine Familie nicht zerstückelt! Ich habe damit nichts zu tun.
Du hast damit nichts zu tun. Weißt du noch? Man denkt an nichts Böses. Und tötet eine Kreatur. Danke, das ist genug jetzt. Frau Raben hatte dieses Buch in den Händen. Wie geht's dir? Sie ist nicht losgegangen. Sie hat einfach nicht funktioniert. Ja, sie ist ein Gottstück. Komm, Klaus, ich bringe dich nach Hause. Was, wenn sie noch lebt? Belinda ist tot. Er hat sie irgendwo im Moor versenkt. Hat er das gesagt? Er sagte nur, ihr werdet sie nicht finden. Sie ist tot. Es ist alles zu spät. Wir werden sie irgendwann irgendwo finden. Ach, sprach das Orakel. Halt mal bitte an. Vertraust du mir nicht? Klee, mal ganz unter uns. Woher wusste er das mit der Kiste? Wie sagen Sie so schön, die gute alte Tante Intuition. Vielleicht wusste er es gar nicht, sondern ahnte es nur. Wir wollen doch nicht immer alles wissen, oder? Glauben Sie das mit dem Wolf? Nee.